Jetzt geht es gleich in ein First Class Security. Jetzt erstmal das Ticket ausdrucken, dann den Chauffeur bestellen und einen kleinen Snack, vielleicht schöner Hornsprudler. Ist Zeit. Let's go. Well, I sit here in the
Das war doch ein Traummenü. Was kann man da sagen? War das nicht fantastisch? Also ich muss sagen, das war wirklich sensationell. Der nächste Zug kommt in 1:30. Das Menü war exzellent. Es war wieder eines der besten First-Class-Menüs, die es überhaupt gab. Und aus diesem Grunde ein echtes Go, ein echtes Go. Ich stehe jetzt bei B35, weil genau gegenüber B34 geht's nach Hause. Nach Hamburg, nach Hummel Hummel, nach Moos Moos. Das war wieder eine tolle Reise. Ich habe wieder so wundervolle Dinge erlebt, dass ich sagen muss, das macht weiterhin noch extrem viel Spaß. Es waren ein paar Sachen dabei, würde sagen, das First Class Terminal hat ein bisschen enttäuscht. Dafür hat die Swiss Lounge hier wieder extrem, extrem gepusht und war oberfantastisch. Ich war überrascht über diese Brüssel Lounge, über die Horn Circle Abteilung in Brüssel. Die Hotels waren, naja, was soll man sagen, so wie sie eben sind. Das Sofitel war sehr enttäuschend, das Pullman ging eigentlich. Dann das Sheraton Hotel in Zürich hat mich, da haben mich die Mitarbeiter überrascht und positiv gestimmt. Also man kann eigentlich schon sagen, im Moment ist das Reisen immer noch angenehm. Es macht immer noch Freude, unterwegs zu sein. Man muss eben umjustieren. Man muss eben dauernd irgendwelche Dinge nicht beibehalten. Also dass man sagt, ich bin jetzt abhängig von einer Kette oder von einer Airline oder überhaupt von einer Firma, sondern man muss sich frei machen von all den Dingen, muss sich ein bisschen mehr Zeit nehmen. Das ist das Einzige, was es wirklich kostet. Und ich meine, das ist ja das Wertvollste, Lebenszeit. Aber man nimmt sich ein bisschen mehr Zeit, man guckt, man stöbert, man reserviert ein paar Dinge, dann im Notfall auch flexibel, dann wieder zurück. Und man muss, und das ist auch wichtig, das habe ich immer wieder gemerkt, jetzt speziell in Sheraton in Zürich, wenn man sehr nett und sehr positiv auf die Menschen zugeht, sodass sie einem das glauben, was man sagt, dann sind sie toll. Also es gibt noch tolle Leute, tolle Mitarbeiter in allen Bereichen, bei Hotels, bei Airlines, an den Airports. Und man muss natürlich auch wirklich so ein Miteinander finden. Wenn man das findet, dann ist man gut aufgehoben. Das fällt mir ja als der Hon nicht schwer. Weil ich bin grundsätzlich, gehe ich immer positiv in eine Sache hinein. Es ist manchmal natürlich auch für mich nicht leicht. Es ist manchmal auch für mich schwierig, Dinge zu akzeptieren oder zu sagen, da mich jetzt zurückzuhalten, wo man sieht, das ist schon so. Ne? Aber was soll man sich erregen? Erstmal bringt es sowieso nichts. Zweitens wird es dann noch schlimmer. Und ich versuche weiter positiv zu verändern und positiv auch Dinge von mir zu geben, sodass ich eben mehr Positives zurückkriege als Negatives. So, also Abschluss der Reise hier in Zürich. Ich fliege jetzt zurück nach Hamburg. Die First Class Lounge, wie gesagt, hier unsere beste First Class Lounge der Welt, ist sie. Keine Frage. Macht Spaß, die Mitarbeiter machen Spaß. Sie wissen von Dingen Bescheid, sie erklären einem, wie was wo zusammenhängt. Also das ist schon, ich würde mal sagen, exzellente Qualität. Ja, und jetzt der Flug mit Swiss nach Hause nach Hamburg. Ich will mal sehen, vielleicht schaffe ich es da noch in die Lufthansa Lounge für ein kleines Hallo. Aber ich denke, ich sage jetzt einfach schon mal Tschüss, weil die nächste Show steht ja schon wieder vor der Tür. Ja, ich zeige euch noch vielleicht eine kleine Impression von diesem Flug jetzt. Also so, dass man sagen kann, einmal Swiss mit der Business, wie sieht's aus, ist das Essen schön, also was bieten sie einem an, und dann vielleicht noch ein kleines Landebild, weil es besonders schön ist, weil das Wetter vielleicht toll ist, und dann blende ich mich praktisch aus und dann immer denkt man, hinten dran kommen die nächsten Trailer für neue Shows. Vielleicht kennt ihr das ein oder andere noch nicht und ihr habt da Lust zu, das zu sehen, dann könnt ihr euch das vermerken. Da seht ihr immer, was für Shows ich produziere, was für Shows ich vorbereite, und das ist ja sozusagen eine Endlosschleife. Für heute jetzt hier erstmal vielen Dank wieder fürs Zusehen. Schön, dass ihr mir so lange gewogen bleibt, dass ihr, also ihr, die Hon-Familie, wir alle zusammen, versuchen, die Dinge besser zu machen. Ihr mir weiter Fotos schickt, und in diesem Sinne, und tschüss.